Hey Leute und willkommen zurück zu Dragon Ball Legends. Ich bin am Wegschmelzen. Es hat bei mir jetzt noch immer um knapp 18 Uhr 28 Grad. Ey, ich fall um. So warm war es schon ewig nicht mehr. Es war eigentlich immer nur Regenwetter und kalt und plötzlich 28 Grad. Gefühlte 40 Grad, what the fuck. Aber heute Update. Das heißt, heute richtig fetter Livestream. Heute am 3.6. um 20 Uhr live auf Twitch. Link zu meinem Twitch-Kanal in der Videobeschreibung ganz oben. Ein Follow da lassen und ihr seid bereit für 20 Uhr. Was machen wir um 20 Uhr? Natürlich, Leute, die neuen Banner sind da. Also ich nutze dieses Update-Video sozusagen auch als Stream-Ankündigungsvideo. Ist ein Doppelvideo sozusagen. Update und Stream-Ankündigung. Also, wir werden ziehen aus den zwei Step-Up-Banner. Viele haben sich schon aufgeregt. Yo, warum sind da zwei? Was soll der Scheiß? Ist normal. Auch in Dokkan Battle beim vierjährigen Jubiläum, was ich live miterlebt habe, auch in Japan-Account, ist Super Saiyan 4 Goku und Super Saiyan 4 Vegeta getrennt erschienen. Das ist ganz üblich, das ist ganz normal, das ist jetzt nichts Weltbewegendes, worüber du dich aufregen musst. Es ist halt so. Du kannst dich ja auch für einen Banner entscheiden. Ganz, ganz einfach. In diesem Banner hier gibt es Son Goku Super Saiyan Blue, Golden Freezer und Super Saiyan Vegeto. Hier Vegeto, auch mit dabei. Super Saiyan Blue Vegeta und Buhan. Bu mit Son Gohan absorbiert. In beiden, wie ihr seht, gibt es einen Step-Up-Banner. Also man kann 7 Steps machen. Könnt ihr euch angucken. Der erste Step, 500 Zeitkristalle, 10 Ziehungen, mehr geil. 700, zweiter Step, auch 10 Ziehungen, auch mehr geil. Dritter Step, 1000 Zeitkristalle für 10 Ziehungen, also ganz normal, aber auch geil. Warum? Ihr bekommt 7 Tickets, also dazu sozusagen bekommt ihr eine 100%ige Sparking. Moment, dann Step 4, 1000 mit einem Ticket, Step 5, 1000 mit einem Ticket, Step 6, 1000 mit 2 Tickets und Step 7 ist kostenlos. Hast du das Ganze gemacht, alle 7 Steps? Dann fällst du zurück runter auf Step 4. Das heißt, wenn du dann nochmal 1000, 2000, 3000 Zeitkristalle ausgibst, bekommst du einen vierten kostenlos dazu. Und das die ganze Zeit und das bei beiden Bannern. In beiden, hoppla, in beiden Bannern kann man das also machen. Die letzte Ziehung ist immer kostenlos, es gibt verschiedene Tickets. Mit diesen Tickets aus dem Vegeta-Banner zum Beispiel könnt ihr euch hier eine 100% Sparking holen. Und aus dem Goku-Banner hier eine 100% Sparking. Was ist der größte Unterschied? Die Karten versteckt in den Tickets. Ihr geht auf Z-Kraft und seht, im Goku-Ticket ist natürlich Goku drin und Freezer drin, ganz klar. Plus Super Saiyajin Vegeto. Die drei, so wie auch im Banner, ganz normal. Dazu aber, durch dieses Ticket, habt ihr die Chance auf Super Saiyajin 2 Son Gohan und Beerus. Die sind hier in dem Banner. Beim anderen Banner habt ihr die Chance, natürlich auf Vegeta, Buhan, wir nennen einfach mal Buhan jetzt, und Super Saiyajin Vegeto, also auch ganz gleich, plus dazu die Chance auf Son Goten Kid oder Beerus. Ihr seht also, es ist ein Unterschied, wo ihr sammelt und wo ihr dann eure Tickets einlöst. Ihr müsst also selbst abwiegen, wenn ihr nur einen Banner öffnet, wo macht ihr das? Was ich jedem zu 100% empfehlen kann, zu 100%, jedem von euch, macht hier den ersten Step, also Step 1, 2, 3, macht das. Und hier genauso, Step 1, Step 2, Step 3. Warum? Dann habt ihr erstens mal für eure insgesamt 60 Karten, die ihr zieht, habt ihr A, ein vergünstigtes Zeitkristallangebot sozusagen, weil es ja billiger ist, plus ihr habt bei beiden eine 100% Sparking-Karte. Ihr könnt dann hier einmal ziehen komplett und hier einmal ziehen komplett. Das heißt, ihr bekommt, das ist geil, Leute. Für 2200 Zeitkristalle bekommt ihr also richtig, richtig geilen Scheiß. Plus nochmal 2200. Leute, aber heute im Livestream-Opening werden wir hier diesen Banner von Vegeta komplett leeren. Das heißt, wenn ich mich nicht verrechnet habe, 5200 Zeitkristalle. Dazu werden wir hier bei Goku den kompletten Step-Up-Banner leeren. Wieder 5200 Zeitkristalle. Sind schon mal insgesamt 10.400. Mehr geiles Opening, würde ich mal sagen. Aber Rapid hat gesagt, zum einjährigen Jubiläum will ich meinen bisher höchsten Zeitkristall-Opening-Rekord brechen. Der war 12.700 Zeitkristalle. Das heißt, uns fehlen noch um die 3.000 Zeitkristalle. Das heißt, wir werden entweder hier beim Goku-Banner
nochmal dreimal ziehen, also mit dem vierten dann, Step 4 bis Step 7, um auf 13.400 Zeitkristalle zu kommen, oder beim Vegeta-Bahn noch dreimal ziehen. Je nachdem, wo wir besseres Ziehglück haben, es kann natürlich sein, dass wir in beiden Bannern nichts ziehen. Die Chance ist immer gegeben. Und das ist leider traurig, aber es ist Glück. Seid nicht traurig, wenn ihr nichts zieht. Es ist immer Glück. Ich habe 15.000 Zeitkristalle gebraucht, um den roten Super Saiyajin Gogeta zu ziehen. Und habe ihn dann nicht bekommen. Ich habe ihn dann erst bekommen durch eine 20 Zeitkristallenziehung. Also ja, es ist leider sehr viel Glück. Also, wir werden heute ein großes 13.400 Zeitkristall-Opening machen. Punkt. Das ist schon mal fix. Live auf Twitch, 20 Uhr. Wenn du aber sagst, boah, ich bin nicht so ein Fan von Step-Up-Bannern. Beziehungsweise, ich will nicht hier diese Billigziehungen machen und dann die teuren und so weiter und so weiter. Dann warte. Denn in 7 Tagen, am nächsten Montag, nehme ich überhaupt auf, ich nehme auf. Am nächsten Montag, in 7 Tagen, werden diese Step-Up-Banner, Goku und Vegeta, zu normalen Bannern. Sie verwandeln sich sozusagen von Step-Up-Banner zu normalen Banner. Das heißt, dort kannst du auch ganz normal deine kleinen Ziehungen machen, so wie hier. Oder halt das Step-Up jetzt nutzen. Ne? Ich kann es euch noch nicht versprechen, ich habe jetzt darüber nichts gelesen, vielleicht habe ich es auch überlesen. Ich weiß nicht, ob dann hier 20 Zeitkristalle auch pro Tag möglich sind. So wie halt bei den anderen Bannern hier. Oder ob das bei 100 dann bleibt. Müssen wir dann gucken. Aber vor allem, bevor wir weiter quatschen, machen wir jetzt hier noch schnell das Gratis-Opening. Wir hatten dreimal in Folge eine Sparking hier drin. Dreimal in Folge. Heute nochmal oder nicht? Wird mein Rekord gebrochen oder failen wir heute? Das ist die große Frage. Jetzt will ich Opening als Opening. 3 Kapseln nur. Kein Super Saiyajin. Wir überspringen aber. Ich will nicht so ein langes Video machen. Eine Extreme. Vegeta. Noch ein Extreme. C20. Noch ein Extreme. Okay, wir haben schon 3 Extreme. Cell Junior. Mega geil. Ein Chaco leider nur. Ein Tenshinhan. Ein Ginyu. Ein Son Goku gibt uns Münzen. Ein Yamchu. Es sieht schlecht aus. Es sieht schlecht aus. Ein Cell. Und noch ein Sparking. Wir haben 4 Tage. 4 Tage. 4 Tage in Folge eine kostenlose Sparking bekommen. Und die ist auch noch neu. Wenn es nur ansatzweise heute so geil auf Twitch um 20 Uhr läuft, dann kriege ich die Tür nie wieder zu. Wer das Ganze heute übrigens im Livestream nicht mit angucken kann, kein Problem. Oder wer sagt, hey, ich würde es mir gerne nochmal angucken, kein Problem. Morgen kommt das Opening-Video. Ja, ich werde heute bis 24 Uhr wahrscheinlich am PC sitzen. Morgen das Opening. Und wir haben es echt geschafft, 4-mal in Folge bei diesen täglichen 10 Erziehungen eine fucking Sparking zu ziehen. Und die ist auch noch neu. Willkommen im Team Super Saiyajin Vegeta aus GT. Diana wird das freuen. Die mag Vegeta, egal woher. Mega geil. Okay. Aber was noch ist, Leute, im Shop gibt es wieder Zeitkristalle-Angebote. Ihr seht mich schon, ich habe zu wenig Zeitkristalle für das heutige Opening. Deswegen werde ich hier alle 3 kaufen. Wenn du sagst, ich will nicht so viel ausgeben in Dragon Ball Legends, aber ich will schon ein bisschen was ausgeben, dann kann ich jedem nur das hier empfehlen. Die 9 Euro für 1000 Zeitkristalle ist das billigste und beste, was man sich kaufen kann in so einem Angebot. Macht das einfach. Noch billiger ist nur der Splitterbot, der hier zu kaufen ist. Ich habe ihn leider gekauft. Der gibt euch täglich 40 Zeitkristalle, ist noch besser. Aber sonst, ne? Ich kaufe mir alle 3 Angebote jetzt, wie gesagt, nach dem Video. Es gibt noch mehr Angebote, aber die finde ich jetzt nicht so geil. Würde ich euch nicht raten zu kaufen. Ja, muss jetzt nicht sein, ne? Die hier sind noch ganz okay, die man 9-mal kaufen kann, sind auch billiger. Aber ja, wir brauchen heute, wie gesagt, 14.000 Zeitkristalle circa. Und die werde ich jetzt gleich kaufen. Und wenn ihr mich dabei unterstützen wollt bei diesen teuren Openings, weil es ist echt nicht billig, insgesamt ist es teuer, sagen wir so. Ich habe ja schon so viele Openings gemacht. Wenn ihr mich unterstützen wollt, kommt heute in den Livestream, lasst kostenlos ein Twitch Prime Abo da. Wenn ihr nicht wisst, wie das funktioniert, euer Amazon Prime Konto oder das von einer Mama oder von einer Schwester auf Twitch Prime zu benutzen, guckt euch jetzt in der Zeit, die ihr habt, bis 20 Uhr mal ganz kurz ein Tutorial Video an. Das ist ganz kurz. Es ist so einfach, das zu machen. Und dann könnt ihr im Livestream einfach ein Abonnent werden, im Twitch. Dann bekommt ihr einen Möhre vor eurem Namen und ein cooles Chat-Emote. Das wollte ich jetzt auch noch am Ende sagen. So, ich habe, glaube ich, nichts vergessen. Shop-Angebote, die Banner, was wir heute machen werden auf Twitch. 20 Uhr, wer das nicht sehen kann, morgen hier auf YouTube ein großes, geiles Video. Gott, ey, erzählt es euren Freunden, Leute. Lasst uns heute ein richtig fettes Opening machen und morgen das beste Video auf meinem Kanal. Das
ist mein Wunsch, dass das so wird. Ich hoffe, wir schaffen es, dass es mein bisher bestes Video dann wird mit diesem geilen Opening. Und ja, danke für euren Support, danke für die ganzen neuen Abonnenten, willkommen in der Community. Wenn du noch kein Abonnent bist, drück gerne drauf, es kostet ja nichts und du bist dann Teil von der Community. Im Discord-Server geht auch die Party ab, wir sind fast 6000 Menschen im Discord-Server. 6000, aus Indien auch sogar, ich habe alles schon gesehen. Aber ja, okay, Quatsch, schon wieder viel zu lange, meine Fresse. Okay, okay. Jeder, der jetzt in die Kommentare schreibt, Rabbit, du streckst das Video auf 10 Minuten. Schnauze. Ich kann einfach nicht kurz reden. Es tut mir leid, okay? Auf jeden Fall, Leute, wir sehen uns live auf Twitch. Bis später. Das wird ein fettes Opening und morgen auf YouTube. Haut rein da draußen. Seid bereit. Holt euch Popcorn, Bier und Chips. Und ciao.